Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Sorry, ich habe jetzt gerade hier gleichzeitig das Schild gelesen, Botanical Gardens. Genau, wir sind in den botanischen Gärten und sollen ja jetzt der Fingerabdruckspur von Harley Quinn folgen. Wir haben in der letzten Folge schon gesehen, dass da hinten zwei bewaffnete Fieslinge stehen. Warum hast du hier ein Buch in der Hand? Sehr merkwürdig. Ich hoffe. Dass wir die überwältigt kriegen, ne? Oh, was haben wir denn hier? Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Okay. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Er glaubt, er ist Gott oder sowas, so mit menschlichen Körpern umzugehen. Wenn er das bei mir macht, kündige ich. Ich auch. Die Fledermaus! Wie konnte der mich jetzt sehen? Ich blas dir einen... Okay. Nein, du holst deine Waffe nicht wieder. Gut, die hätten wir. Ich will nochmal schnell gucken, ob hier auch noch irgendwas liegt, aber anscheinend nicht. Na, komm schon. Oh shit. Oh shit. Stimmt, die haben ja jetzt diese Sicherheitsschellen. Nein, die haben mich schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Joker hatte recht, bei ihm war Zeit. Hey, helf dem Fledermausbaby doch mal hoch. Jetzt haben wir hier schon wieder so eine ekelhafte Situation. Komm, Mann, du sollst ihn. So, jetzt wegrennen.
Ich kann nur hoffen, dass ich die jetzt alle einzeln irgendwie erwischt kriege, ne? Das ist ja der einzige Weg hier runter. Ey, das gibt's doch nicht. Wie hat der mich denn da sehen können? Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Ja, das hat ja hier nicht funktioniert. Wirst du entdeckt, zieh dich mit deinem Grapple nach oben und schwinge von Wasserspeier, um zu fliehen. Die haben mich ja im Visier gehabt. Mann! Nee, das kannst du doch vergessen. Das ist ja... Oh, krieg ich schon wieder einen Hals. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. So, und das verstehe ich jetzt auch nicht, ne? Wie konnten die mich... Wie konnten die mich jetzt sehen? Mann, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, waren das jetzt alle? Gott sei Dank. Hier haben wir jetzt eine Fingerabdruckspur. Ich werde mich auch erstmal in Ruhe umgucken. Ach, da ist auch noch eine Treppe gewesen. Ja, die habe ich vorhin gar nicht für voll genommen. Ich dachte, es gibt nur die linke Treppe. So, wir haben jetzt hier eine Tür. Thank you.
Jetzt werden wir nochmal in die obere Etage schauen. Es gab doch hier eine Leiter, ne? Ja, hier. Fingerabdrücke sind nur unten zu sehen. Nee, hier. Die ist hier durchgegangen. Aber wir haben halt diese komische Leitung hier. Von der Tür da unten. Gegner sind jetzt hier keine zu sehen. Thomas Wayne und Martha Wayne in Gedenken. Ein weiteres Tonband. Ich habe kein gutes Gefühl. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Die Federmaus. Mann, du sollst den... Genau. Jetzt hat er... Mann, was ist denn? Was ist das hier schon wieder für ein Zirkus? Ganz ehrlich. Ich komme gar nicht schnell genug ran an die. So, jetzt bist bloß noch du. Ich werde dich aufschlitzen.
Da ist ein Tonband. Der hält aber auch. Das gibt's doch nicht. Hält der echt alle Schläge aus? Ihr haltet nicht eine Minute gegen Batman durch. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll hier. Das hätten wir. Gleich. Erst schnappe ich mir das Tonband. Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalte sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Wir alle wissen doch, was passiert, wenn man die küsst. So. Okay, wir gucken uns hier auch erstmal in Ruhe um, bevor wir den da unten losschneiden. Der rennt ja nicht weg. Ich bin gleich bei dir, Kumpel. Bin gleich bei dir. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Da hinten ist doch auch... So aus, als wenn da drüben irgendwie ein Eingang oder sowas ist. Oder es kann aber auch nur so eine Schachtabdeckung sein. Ja. So. Da bin ich. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich bleib hier, Jokers Männer versuchen sicher den Generator zurückzuerobern. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Kontrolleinheit vermint. Da läuft also quasi ein Timer. Okay, das war's. Aber was habe ich da jetzt deaktiviert? Ich dachte, der Garten wäre das Letzte, wofür sich diese Schläger interessieren. So viel zum Thema Logik.
Ja, keine Ahnung. Also. Das ist hier alles verdrahtet. Hat aber mit der Tür da oben scheinbar nichts zu tun. Ah, Momentchen mal. Wir haben ja da hinten auch einen. Okidoki. Welcome to my humble abode. Gut. Dann werden wir mal jetzt wieder zurück in den Hauptkorridor. Und... Na, du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Heute nicht. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Okay. So, gut. Ich würde die Folge an dieser Stelle beenden. Wir folgen dann weiter den Fingerabdrücken von, ja, Harley Quinn. Und mal schauen, was uns dann da erwartet. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.